Ich wollte euch heute mal zeigen, wie man Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Spitze anzieht. Kompressionsstrümpfe ist ja immer so ein großes Problem. Die Dinger sind eng, man kriegt sie nicht an, es tut weh. Und jetzt zeige ich euch, mit so ein paar kleinen Tricks geht das eigentlich ganz gut. Als erstes darf man den Kompressionsstrumpf nicht ohne Handschuhe bitte anziehen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, man ergreift es leichter und man macht ihn auch nicht kaputt. Man nimmt den Strumpf und zieht ihn gerade über den Fuß. Es gibt auch einen anderen kleinen Trick, ohne eine Anziehhilfe. Man zieht den Strumpf komplett auf links, stülpt dann vorne einfach die Zehenspitzen rein und zieht das über die Zehen drüber. Und danach zieht man den Strumpf über die Zehen wieder drüber. Langsam wieder hochziehen, bis man über den Fußbereich ist und dann wieder nach oben positionieren. Trotz der ganzen Tricks, die man verwenden kann, ist es doch oft wirklich fein, wenn man eine Anziehhilfe hat. Es gibt sehr viele verschiedene Anziehhilfen auf dem Markt. Und was sich ganz toll bewährt hat, ist auch eine Magnetanziehhilfe. Man legt sie zusammen und zieht sie dann über den Fuß und damit rutscht der Strumpf viel leichter über den Problembereich, die Ferse und den Fuß. Wenn der Strumpf dann angezogen ist, ist es ganz wichtig, dass man vorne einfach an den Zehen noch einmal einen kleinen Zupfer tut. Es kommt nämlich durch das Anziehen ein wahnsinniger Druck auf die Zehen, auf den Zehenbereich. Und dann passiert es immer wieder, dass dann in der Spitze die Zehen durchkommen und man ein kleines Loch hat. Und was ich noch jedem sagen möchte, der Kompressionsstrümpfe tragen muss oder verordnet bekommt, habt keine Angst davor. Inzwischen sind das nicht mehr die Gummistrümpfe, die Oma damals angehabt hat, die dick waren und hart waren. Inzwischen gibt es richtig schicke Sachen. Und den kann man auch mal zum kleinen Schwarzen abends zum Ausgehen anziehen. Den Kompressionsstrumpf, der richtig passt, den mag man gar nicht mehr ausziehen.